Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Mit dabei wie immer der Crazy252 und ich dachte schon, was hat er jetzt neben mir aufgestellt? Hallo. Und meine einer, der DoschLP. Auf dem Server, aber nicht im DS, ist der BakerManLP. Ja, nimm gerade selbst noch was auf. So, bevor wir jetzt heute mit der Folge anfangen, wo haben wir ihn? Da ist er. Schaut ihn euch an. Denn nämlich heute an diesem Tag, wo die Folge rauskommt, hat dieser hier Geburtstag. Oh, cool. Kommt übermorgen raus? Genau, habe ich gerade mal nachgeguckt. Für morgen habe ich schon eine Folge und übermorgen kommt dann schon die Folge, wo du Geburtstag hast. Oh, danke. Also in dem Sinne, schon mal, auch wenn es jetzt hier bei uns verfrüht ist, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Yes, ich war der Erste, der es sagen durfte. Auch wenn es jetzt irgendwie ein bisschen Unglück... Ich weiß jetzt nicht, das bringt eigentlich Unglück, wenn man das vorher sagt, ne? Ist mir egal. Aber wenn es veröffentlicht ist... Obwohl, von Unglück muss ich ja nicht mehr anfangen, ne? Flimflam. Ja, Hauptsache, ich bin ein Jahr älter geworden. Ja, du weißt aber, worauf ich gerade hinausspielen wollte, ne? Hm. Unglück, Flimflam. Ah, meine schöne Hose. Es ist ja kein großes Rätsel, dass ich dazu verneigt bin, ihn zu töten. Und er hat jetzt von Putze eine Hose bekommen mit Flimflam. Flimflam 4 sogar, und das ist das Schlimmste, was geht. Das bedeutet, der Gegner bekommt das Höchste an Pech. Ja. Und wir haben es heute schon ausprobiert, und ja, er hat jetzt einen Tod mehr. Ja, ich kann mal kurz zeigen. Ich habe schon alles ausgebessert oben. Also... Auf jeden Fall, wir waren oben mal ein bisschen am Rumbödeln. Ich habe mir mal kurz geschlagen und was passiert? Richtig, es fallen 7 oder 8 geladene Creeper vom Himmel. Ach ja, das war so schön. Ich hasse dich, das hatte ich nach heim. Nur als kurze Info. Als ich das mit Butze ausprobiert habe, ist gleich beim ersten Schlag, wo wir es versucht haben, die Creeper gekommen, ne? Okay. So. Das hat uns dann schon ein wenig überrascht. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich hatte aber beim ersten Mal einen Slime. Oh, okay. Auf jeden Fall, wollen wir jetzt mal anfangen? Wieso stehe ich jetzt hier beim Pulverizer? Nun, wie man hier immer noch sieht, die Netherärzte sind immer noch am Durchwaschen und... Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ja, kannst wieder was reinwerfen. Okay. Und was wir... Oder was er noch gebaut hat, das soll er euch auch noch zeigen. Was denn? Verbindung mit dem Strom? Ach ja, stimmt, da war ja was. Wir haben ja in der letzten Folge hier den Steamboiler fertig gemacht. Nun, der hat jetzt gar keinen Treibstoff, weil der Firestone leer ist. Den habe ich auch schon mittlerweile 3-4 Mal wieder nachgefüllt. Der ist jetzt aber hier vor der Steamboiler und der Tank auch. So. Dafür habe ich extra hier jetzt einen Schalter. Ja, das Ganze ist noch ein bisschen offen. Müssen wir noch verkleiden. Dieser Schalter powert hier dieses Redstone-Konduit, das hier runtergeht, zu diesen 3 Steam-Engines. Und man muss sagen, die sind schnell voll. Ich power das Ganze jetzt mal an. Ich glaube, die sammelt schnell, wie heißt sie? Na? Capacitor Bank, die ist jetzt ja nicht komplett voll. Die ist bei 3 Millionen RF. Ich schalte es mal an. Und jetzt sollte es immer so ein bisschen ausgeglichen sein. Ja, also der Steamboiler wird leer. Ja, langsam, es ist aber auch noch am Sinken, aber sollte eigentlich jetzt irgendwann wieder... Ja, da füllt es sich wieder langsam. Jo, füllt sich zwar nicht... Auf jeden Fall füllt es sich nicht komplett, weil wir hier immer noch 2-3 Maschinen im Dauerlauf haben. Dann habe ich heute auch noch was herausgefunden. Mhm. Wir haben uns gefragt, was können wir mit den ganzen Steam machen, weil wir haben da unten jetzt ziemlich viel, 10 Millionen oder so. Ja. Und nachdem das hier, was durch den durch die Energy Conduit läuft, NJ ist, haben wir uns überlegt, ob wir es irgendwie zu anderen Einheiten umwandeln können, zum Beispiel in EU für die ganzen Gregtech-Maschinen. Ja. Und da ist uns der hier immer weg. Achso, hat sich schon wieder abgerissen. Ja, da
Da ist uns der hier über den Weg gestolpert. Ja, der Wenn Ultimate wir Energy Griff. dort MJ einspeisen, ist ja so von Mechanismen vorgesehen, können wir die Elite Cable an die Seite rantun und die geben alle Einheiten aus. Also die geben RF, EU, MJ und Jules aus. Und das können wir für die ganzen Gregtech-Maschinen gebrauchen, des EU. Ja, also Also. da war ich echt auch mal baff, bin ich ehrlich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also wir haben schon überall Möglichkeiten. Ja. So, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Ich würde sagen, wir bauen unsere Mechanismenverarbeitung aus, oder? Können wir machen, weil wenn man mal hier reinsieht, das dauert noch. Das dauert noch richtig lange. Und wir wollen uns mal dran erinnern, vor einer Woche war hier hinten in der letzten Kiste noch alles Eisen drin. Ja, also Kupfer ist jetzt komplett durch, wir sind bei 25.000. Die genaue Zahl ist eigentlich 25. Okay, das sind offiziell eigentlich schon, wenn wir uns aufwohnen, 26k. Wir haben 25.997 Copper-Ingots. Schlecht. Ja. So, was meinte er mit der Erzverarbeitung ausbauen? Und zwar, wir haben zwar jetzt schon quasi die Erzverarbeitung mal 4. Bloß, es geht noch besser. Und nein, wir meinen jetzt nicht die Erzverarbeitung mal 5. Sondern, wir gehen mal auf Add Mechanism. Und dann gibt es ja noch hier diese schönen Teile. Die Fabriken. So, gibt die Basic Factory Smelting, Enriching, Crushing, Compressing, Combining, Purifying und Injecting. So, Injecting ist hier der. Nein, ist die Chemical Injection Chamber. Ja, die Purification Chamber ist hier die. Wo ist es? Die Purifying Factory und so weiter. Bloß, was ist das Besondere an denen? Wir können damit mehrere Erze auf einmal reinklatschen. Ich glaube, bei der Basic sind noch vier Slots frei, ne? Bei der Basic? Ich glaube 3. Oder 3, ich weiß es nicht. Ich glaube 3. Steht aber nicht genau drin. Ich würde sagen, machen wir einfach schon mal die Basic Factory Smelting, ne? Ja, okay. Für die Basic. Ich baue mal oben die Salination Plant weiter aus. Macht das? Und ich habe das Problem mit den Solarteilen, mit den Solargeneratoren gelöst, damit jeder die setzen kann. Und was ist es? Wir hauen mit dem Crescent Hammer mehrmals auf eine drauf, damit sie sich dreht und irgendwann kann man die wieder setzen. Alter, ist das gay. Ja. So, fangen wir an. Machst du das schon mal die Salination Plant und ich mache dann schon mal die Basic Factory Smelting. Dafür okay. Brauchen wir 4 Circuits, 2 Gold Dust, 2 Enriched Alloy und einen Energized Smelter. Energized Smelter, kommen wir uns gleich einfach mal den hier. So, wir brauchen aber 2 Golding, 2 Gold Dust. Eine Empfehlung. Ja. Mach doch erstmal. Na, welche war's denn? Du meinst die Injection für ja. Die 4x4? Ja. Können wir eigentlich auch machen. Ist eigentlich genau das gleiche Rezept, wir brauchen die Chemical Injection scheinbar. Nachdem es jetzt eh aus ist. Ah, stimmt, bist ja gerade am Werkeln. Ein Golddust. Dann kann ich schon mal hier die Circuits machen, haben wir noch ein paar zum Vorrat. Jawoll, perfekt 4 auf Vorrat. Nein, keine Pressplates. Wie hoch kann man die Salination Plant machen? Ich meine, das waren 18. Okay. Golddust. Und jetzt nochmal hier die Chemical Injection Chamber abreißen. Und rein damit. Und wir haben die Basic Factory Purifying Injection. So, die setzen wir darauf. Und ja, es sind 3 Slots. Ja, habe ich mich doch nicht verschätzt.
So, nimmt. Ah, kann ja jetzt auch gar nicht, weil ja Nacht ist, ne? Nee, nee, es ist Tag, aber ich habe die Salination Plant abgebaut. Oder so. Oh, habe ich eigentlich einen. Wieso war denn der Injection? Scheinbar eigentlich kein Erz drin. Ich glaube, wenn man es jetzt zerstört, fallen die Erze raus. Okay. Oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Weißt du, was für ein Zweck ist, ist es weg, Ende. Oder schauen wir in dein Inventar genauer nach? Nee, nee, habe ich nichts. Mein Inventar ist quasi leer. Okay. So. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wie war das mit der Konfiguration? Oben war. Was war. Achso, die mache ich dann schon. Was war nochmal für den Input? Input war. Wann mal dann. Das muss ich mir dann nochmal anschauen. Ich kann es gerade nicht auswendig. Also es gab hier Dark Aqua, Dark Red, bla bla. Red, Pink, Yellow. Bei mir hat sich gerade alles problemlos platzieren lassen, ne? Ja? Ja. Wow. Ah, komm, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Stacks. Tun wir mal was rein. Okay. Also sie ist wieder funktionsfähig. Sehr gut. Aber jetzt haben wir ein kleines Problem. Und was? Ich muss jetzt erstmal komplett mit Wasser voll laufen. Okay. So. Also auch so einen leichten Texturbug, also ja. Dass die an der Seite schwarz sind. Mhm. Okay, dann mache ich mal die. Checked on. Das dürfte. Ja, warte mal, das passt doch, oder? Was? Wenn es auch in checked on ist, dann müsste. Nee, geht immer noch nicht. Auto-Eject ist ja, dass es automatisch rausgeworfen wird. Achso, stimmt ja, dann ist es. Ah! Strict Input? Nein, warte. Doch, Input ist jetzt on. Ja. Ah. Muss man manchmal ein wenig rumprobieren. Ah, ich muss gerade meine andere nachschauen. Warte mal, ich habe jetzt mal einen Ivan auch rausgenommen. Ah, jetzt ist es. Jetzt weiß ich es wieder. Ich krieg das irgendwann nochmal hin. Es ist kompliziert. Also ich finde der Mechanismus ist ein geiler Mod, aber ich komme mit der Konfiguration nicht klar. Na, da sind wir schon zwei. Okay. Sollte ich mich heute auch ein bisschen verschnupft anhören? Ich bin ein bisschen... Ja, nasal erkältet. So. Ja, warte mal. Also, Konfiguration. Sollte eigentlich jetzt funktionieren. Okay. Eigentlich sollte es funktionieren. Dann warte. Ich habe jetzt mal ein Stack rausgenommen. Hä? Nee, das hatte ich auch schon versucht. Okay. Okay, dann schaue ich mal gerade ins Mechanism-Wiki. Wo habe ich es? Habe ich doch bestimmt irgendwo offen, oder? Oh, ich hab's mir kann jetzt im Wiki nicht hoffen. Nissen Wiki.